die Pyramiden von Giza. Erhaben und geheimnisvoll ragen sie aus dem Wüstensand Ägyptens. Unzählige Mythen ranken sich darum, wie, wann und warum sie erbaut wurden. Es scheint, dass die Anzahl an Theorien fast die Anzahl der Steine, aus denen diese Monumente errichtet wurden, übersteigt. Professionelle Ägyptologen vertreten in der Regel eine der vielen Versionen folgender Theorie. Die Blöcke sollen aus kilometerweit entfernten Steinbrüchen herausgeschlagen und dann mühselig zum Bauplatz transportiert worden sein. Die Blöcke mussten dann eine riesige, je nach Version gerade oder spiralförmige Rampe hochgezerrt werden. Die Errichtung der Rampe wäre dabei selbst eine gewaltige Aufgabe gewesen. Der gesunde Menschenverstand wehrt sich gegen eine Theorie, in der Tausende von Sklaventonnen schwere Blöcke über große Distanzen mit primitivster Technologie transportiert haben sollen. Versuche, diese Art der Konstruktion nachzustellen, sind mehr als nur einmal gescheitert. Viele Leute akzeptieren diese abwegige Theorie einfach nur, weil es keine plausible Alternative zu geben scheint. Bringen wir also ein wenig Licht ins Dunkel und finden heraus, wie die Pyramiden tatsächlich erbaut wurden. Wir stellen heutzutage tonnenschwere Blöcke, Säulen und Fundamente her, indem wir Beton gießen. Eine ähnliche Technik wurde auch von den Erbauern der Pyramiden benutzt. Der Chemiker Professor Josef Davidowitz vom französischen Geopolymer-Institut stellte den gesamten Prozess in einem Feldversuch erfolgreich nach. Im September 2002 machte sich das französische Geopolymer-Institut daran, die Herstellung massiver Pyramidenblöcke nachzuahmen. Der verwendete französische Kalkstein, bestehend aus fossilen Kleintierschalen, hat große Ähnlichkeit mit dem ägyptischen Kalkstein des Giza-Plateaus. Beide sind so locker, dass sie nicht zerstoßen werden müssen. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir später noch einmal zurückkommen werden. Was den französischen Kalkstein jedoch vom ägyptischen unterscheidet, ist das fehlende Kaolin in seiner Zusammensetzung. Hier ist eine Liste der benötigten Zutaten zur Herstellung von Pyramidenblöcken. Zunächst wurden Natron und Calciumoxid in 500 Litern Wasser aufgelöst. Daraufhin wurde das Kaolin, welches im Kalkstein des Giza-Plateaus natürlicherweise vorkommt, beigemischt. Schließlich wurde eine Tonne lockerer, nicht zerstoßener französischer Kalkstein zugefügt. In den nächsten Tagen verdunstete ein Großteil des Wassers und eine Mischung aus 95% Kalkstein und 5% Bindemittel blieb übrig. Das noch feuchte Material besaß eine ähnliche Konsistenz wie nasser Sand. Die gesamte Arbeit wurde von Hand oder unter Zuhilfenahme primitiver Werkzeuge verrichtet. Das noch feuchte Kalksteingemisch wurde in einem letzten Arbeitsschritt in wiederverwendbare Holzummantelungen gefüllt und mit einer Ramme kompaktiert. Bei hohen Außentemperaturen, wie sie in der Wüste Ägyptens herrschen, trocknet ein solch einfach hergestellter, kompakter Block innerhalb kurzer Zeit aus. Nach nur 4 Stunden im kühleren französischen Klima konnten die Holzummantelungen bereits entfernt und für weitere Blöcke verwendet werden. Die entstandenen, synthetischen Kalksteinblöcke sehen genau wie natürliche aus. Blöcke, die aus feuchterem Kalkstein hergestellt wurden, zeigten glatte Oberflächen, während Blöcke aus trockenerem Kalkstein grobe Oberflächen ausbildeten. Dazu Professor Davidowitz. Wenn man die Steine der Pyramiden betrachtet, ist es genau das, was man sieht. Entweder sehr glatte Steine oder sehr rau. Wir haben diese Oberfläche nachgestellt, indem wir einfach die Feuchtigkeit des Kalksteins variierten. Die Verbindungen zwischen den Blöcken sind perfekt, eine Tatsache, die bei den Pyramiden von Giza immer als ungeklärte Meisterleistung gilt. Eine offensichtliche Frage ist folgende. Können die künstlichen Blöcke nicht leicht von natürlichen Steinen unterschieden werden? Die Antwort gibt Professor Davidowitz, der weltweit führende Experte im Bereich der Geopolymere, selbst. In vielen Publikationen, die meine Theorie zu widerlegen versuchen, und auf einigen Internetseiten, wird behauptet, dass es sehr einfach sei, einen Stein anzuschauen und herauszufinden, ob er natürlich oder künstlich ist.
Falsch. Das ist nicht der Fall für geopolymerische Kalksteine und auch nicht für die ägyptischen Kalksteinblöcke, aus denen die Pyramiden bestehen. Was ist also das Problem? Das Problem ist, dass wir es mit einem Material zu tun haben, welches ein Agglomerat fossiler Schalen ist. Man sieht hier die Schalen, aus denen die Pyramidenblöcke bestehen. 95% Schalen und dazwischen eine kleine Menge Bindemittel, genannt mikritischer Binder. Wenn man also einen Dünnschliff macht, sieht man zwangsläufig die natürlichen Elemente, also die Schalen. 95% des Materials unter dem Mikroskop sind natürliche Schalen. Wir reden nur von den 5%, die den mikritischen Binder, den geologischen Klebstoff, ausmachen. Und wenn man diesen Kleber nicht sehr genau unter die Lupe nimmt, sieht man gar nichts. Wir schickten unsere reagglomerierten Kalksteine, die wir 2002 hergestellt hatten, an zwei etablierte geologische Institute in Frankreich. Das erste war das Amt für geologische Forschung, das BRGM. Und das zweite war der geologische Fachbereich des Naturkundlichen Museums in Paris. Wir gaben beiden eine Probe unseres Kalksteins, den wir in unserem Labor am Geopolymer-Institut reagglomeriert hatten. Wir sagten ihnen, wir haben diese Art Kalkstein gefunden, die uns merkwürdig vorkommt. Können Sie uns mitteilen, was damit los ist? Sie haben dann Dünnschliffe gemacht, diese untersucht und Berichte dazu geschrieben. Hier sind Ihre Funde. Dies ist ein Dünnschliff unserer Probe. Sofort sieht man den großen Monolithen oder auch Münzstein. Dann weitere natürliche Artefakte wie Quarz oder Echiniden. Und dazwischen der mikritische Binder. Dieser natürliche Kleber besteht aus kleinen Kalzitteilchen. Sie behaupteten, dies sei der Dünnschliff eines natürlichen, nummulitischen Kalksteins. Dieses Probestück wurde in unserem Labor hergestellt und enthielt bis zu 10% moderne Geopolymere. Sie konnten dies nicht unter dem optischen Mikroskop entdecken. Der Binder, den wir zur Reagglomeration des Steins benutzt hatten, wurde als natürlicher, mikritischer Binder ausgewiesen. Wenn ich also nicht sage, dass dieses Stück Kalkstein in unserem Labor hergestellt wurde, dann werden Geologen und Mineralogen feststellen, dass es natürlicher Stein ist. Und genauso verhält es sich mit den Proben, die von den ägyptischen Monumenten stammen. Da der verwendete Kalkstein vor der Reagglomeration nicht zerstoßen werden muss, sind die Schalen intakt, was solche Geopolymere wie natürliche Steine wirken lässt. Nur wenn man sich auskennt, kann man Unterschiede entdecken. Davidowitz untersuchte Originalproben von ägyptischen Blöcken und fand eben diese Unterschiede, die auf den künstlichen Charakter der Blöcke hinweisen. Hier haben wir eine Probe der ägyptischen Pyramidenblöcke. Wir sehen Luftblasen, typisch für schlecht kompaktierte, künstliche Blöcke. Außerdem finden wir organische Fasern, die in einem angeblich 60 Millionen Jahre alten Kalksteinblock nicht vorhanden sein dürften. Den deutlichsten Beweis für die künstliche Herstellung dieses Steins sehen wir aber hier. Diese dünne, äußere Schicht ist ein Überbleibsel des Verdunstungsprozesses, also der Trocknung der zuvor feuchten Blöcke.
Professor Davidowitz' Theorie ist die einzige, die den Bau der Pyramiden mit den damals vorhandenen Mitteln erklären kann. Der Aufbau der Pyramidensteine, unter dem Mikroskop betrachtet, liefert den endgültigen Beweis. Das angebliche Rätsel, wie die Pyramiden erbaut wurden, ist seit nunmehr 30 Jahren gelöst.